alles hat seinen Platz, nur die Wurst hat zwei. Alles hat seinen Platz, nur die Wurst hat zwei? Was? Keine Ahnung. Ach ja, warte mal, hat es heute schon. Paul, warte mal, mir fällt gerade was ein. Eine Wurst ist ja eigentlich so Fleisch im Darm. Und du isst das dann und das ist dann deinem Darm. Bist du dann eigentlich eine Wurst? Vielleicht. Hi Dennis! Willkommen im Lurk, Alter! Ach ja, ich hab Dennis heute schon erzählt. Guten Morgen. Aber Ralf Schumacher, heute Morgen, aber Ralf Schumacher hat ungefähr 300.000 Leute bei Sky gepault gestern. Oha. Mit der Formel 1. Warum? Ist er Formel 2 gefahren? Nein. Oh. Und zwar hat er einen meiner würdigen Witze gemacht. Nein. So auf demselben Niveau. Scheiße. Und tot. Schade. Ja, okay. Diät. Ab jetzt. Ich verstehe es. Ja. Am Anfang des Streams zu fett. Am Anfang des Projekts zu fett und mittendrin auch noch. Ja. Paul und gespielt werden sie auch noch und fest. Paul ist so ein kranker Bastard, dass du dir dieses Video von den drei nicht angehört. Psst. Wow, wo kommen wir für das Ding hier? Er hat an Dennis und Patrick seiner Pizza geknabbert. Hey. Das war lecker Sucuk-Pizza. YouTube-Pizza? Sucuk. Gesundheit. Warum höre ich mich bei Flo nicht gut an? Das ist allgemein, hört sich Paul nie gut an. Das liegt an seiner Stimme. Das ist sein Charakter. Willst du was gucken? Also ich höre ehrlich gesagt nichts anders raus wie sonst auch. Tja, warte mal. Warte mal kurz, ich mach mal kurz einen Check hier bei mir auch im Stream. Also über Handy. Hier. Ja, das ist lauter gestellt. Jetzt soll es doch eigentlich gehen, oder nicht? Ach, Technik. Warum kann Technik einfach nicht einmal das sein? Weil Kevin durch deine ganzen Witze auf Ohrenkrebs und das hört sich deswegen so an. Ja, auf dem Handy hört sich auch gut an. Okay. Dennis, vielleicht liegt es auch bei dir. Ja, okay, mach mal weiter, mach aus den Bums. Ja, du hast Start gedrückt. Ich hab mal kurz aus dem Bild getappt. Moment, was? Die haben eine Sendung mit der Mauskuchen gegessen und ich wurde nicht... Deswegen war die Maus da im Hintergrund. Mir ist alles Zucker. Sexy. Auf jeden Fall, soll ich kurz erzählen, was Ralf Schumacher gesagt hat? Nein. Doch, mit Kontext. Und zwar gab es einen Fahrer, der hatte schon in der, ja, bevor es richtig losging, gemeckert, dass bei seinem Fahrzeug oder seinen Trinkanschluss halt nicht funktioniert, da was trinken kann während des Rennens. Der Fahrer selber gehörte zum Red Bull Team. Der Fahrer hat dann während des Rennens irgendwann bemängelt, ja, jetzt ist das Trinksystem komplett kaputt. Ralf Schumacher hat darauf gesagt, ja, hoffentlich verliert er dadurch seine Flügel nicht. Ja, er hat mich und Michi gepault. Kevin, da werde ich Anfang des nächsten Monats bestelle ich die Sachen im, also besorge ich die Sachen im Shop. Weil ich habe da noch eine Bestellung von jemandem bekommen. Da bestelle ich mit und dann werden die mal auf jeden Fall verschickt. Die CDs werden auch schon verschickt. CDs? Ja, die Musik-CDs, zwei Stück. Ah, unser Album, ja, stimmt. Genau. Und die Sachen von der Steffi, die werden danach geschickt. Du gehst mir ganz schön zu. Keine Angst, diesmal geht alles flotter als beim letzten Mal. Rotti Karotti. Hat beim letzten Mal nur ein halbes Jahr gedauert. Okay. Diesmal wird es in einem Quartal soweit sein. Hallo Genius. Hallo Genius. Schön, dass du hier bist. Science Division Facility. Okay, Wissenschaft. Also die CDs und die Sachen, die kommen zusammen. Warum erinnert mich das, ohne dass ich gespielt habe, an Stalker? Das Gebäude? Vielleicht verrostet der Schuppen in irgendeinem verstrahlten Gebiet. Ja. Ja, keine Angst, ich schreibe alle nochmal genau an.
Flo, siehst du das da oben am Himmel? Ist das das Batman-Symbol? Nein, das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Nein, Spaß, das ist der Mond. Oh, ich werde noch so hart lachen, ey. Warum? Ach, einfach so. Hat Dennis flott gesagt, er will mit uns saufen. Nein, ich will nicht mit Flo saufen. Ja, oder hat die Idee, genau. Oh, Flo ist wieder stachelig. Oh ja, ich bin spitz. Spitz wie, wie Nachbars Nekromorph. Auch Heil-Items. Hab nichts mehr zum Heilen. Warte, kann dir was geben, Martin. Ja. Okay, sagen wir es mal so. Ich würde dir was geben, wenn ich was hätte. Ja, ist gut. Ich sehe jetzt auch gerade, dass ich keine Heil-Items mehr habe. Oh. Ist okay, Nein, Manu, du bist kein DM. DM ist ein Laden. Du bist eine Person, das sind Unterschiede. Außer wenn man in dich reingehen kann und Sachen für die Pflege holen kann. Weiß ich nicht. Und Doug Heffern ist auch nur so ein Parfümladen, ne? Douglas, come in and find out. Moment. Da. Was? Rosetta Labor. Ich muss laufen nach Rosetta denken, ich weiß auch nicht warum. Schick mir die Koordinaten. Dabei geht's doch um diesen Stein, Flo. Ja, wenn du lang genug nicht kackst, ist das auch wie ein Stein. Code Briquettes. Ja, zum Dämmen. Code Braun. Code Braun. 3 Bier. Dennis. Dann müssen wir wieder arbeiten an dir, hä? Nach 3 Bier. Was? Ah, da ist ein Item. Du hast ein Item verpasst, oder ich zumindest. Ein Item, 2 Items, 3 Items. Suchergewehrbauplanken. Wait for me. Oh, geiler Stachel, komm her. Ah. Hör auf die Spitze zu springen. Das muss trocken sein. Das, okay. Nein, mein Stachel ist ab. Ich habe ihn in der Tür eingeklemmt. Na, aua. Ich mal zum Urologen gehen, Kollege. Auch nö. Doch. Ha! Schmutz! Schmutz! Ah! Ah! Mach doch was, Paul! Ja. Bleibst du irgendwas gut? Nein! Doch, Paul! Was? Hat das nicht funktioniert mit der Waffe? Sorry. Die Waffe ist scheiße, ja, ich geb's dir zu. Alter, welcher Verf*** hat sich diese Scheiße ausgedacht? Ganz ehrlich, wenn ich so arbeiten würde, wie diese verf***te Scheiße dein Aufreger läuft gerade. Ich wäre schon 20 Mal gefeuert worden. Was kann er denn? Dein Aufreger läuft. Thomas hat deinen Aufreger abgespielt. Hi, Thomas. Ja, und? Ist er gut? Ja, ist gut. Alter, stirb doch! No. Muss irgendwo ein Nest sein. Für meinen Stachel der Gerechtigkeit. Thomas. Ich hoffe, mein Aufreger hat dir gefallen. Naja, Anzug verfügbar. Wieso geht denn die Scheiße jetzt? Eben ging's nicht. Legionärsanzug, ja, rein da. Oh ja.
New suits are made of things. Alles. Kevin, viel Spaß mit den Rückblicken. Rückblicke? Er hat mit Naruto angefangen. Arme. So. Ach, guck mal, da wird man sogar geheilt in der Station, das ist ja schön. Das ist eine Bank. Endlich kann ich Strafzinsen zahlen. Die sieht ja geil aus. Das ist Legionärsrüstung. Ja. 3 Sucherbots, jetzt ist aber wild hier. Jawoll, Panzerung vollständig, super. Echt cool. Ein bisschen platt, wa? So, ich habe wieder ein neues Waffe gebaut. Ich baue mir mal ein paar Gegenstände. Jetzt sind wir wieder. Roboter! Robo! Ja, Frobo, den Robo hat immer recht. Du da, du da. Ja, wir verklagen Yoda auf Schadensersatz. Warum? Ach, einfach so, ich weiß nicht. Geld. Okay. Der sagt, ich kann hier nicht, weil zu viele Bots eingesetzt. Oh. Jetzt will ich nur anderen mal ein. Okay, hallo Bot. Wo müssen wir jetzt lang? Da, okay. Da ist auch noch irgendwas mit der Karte. 20 müssen wir da lang. Du da, geh mal lieber weg hier, du da, nee. In Bearbeitung. Ihre Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten Sie auf einen unserer Mitarbeiter. Ihre Bearbeitung wird angefragt. Unsere Mitarbeiter haben alle keinen Bock auf sie. Okay, kann ich jetzt einen Bot setzen? Gut. Das war die gleiche Idee gehabt, weil das Spiel gesagt hat, zu viele Bots. Jo. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gleich was kommt. Mhm. Ich kann mal die neue Waffe ausprobieren, ob die was drauf hat. Ach da. Hallo. Das ist doch ein aus. Jo. Muss er für immer Aufzug fahren? Ich war doch gerade vorher das Duschen. Hallo. Vorher nicht duschen, ich geb's ja zu. Das ist das Reventus Labor. Oh, endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Ist das ein eingefrorenes, kleingeschnittenes Vieh? Ja, das müssen wir doch irgendwie zusammensetzen, oder? Geil. Nein.
Laut Aufzeichnungen sind. Wie ist denn das bekannt? Dead Space 3 im Koop spielen. Wieder was gelernt, ne? Die haben sie in Stücke geschnitten? Geil. Oh mein Gott. Was? Was für ein Scheißteil. Ah, das ist Rosetta. Das ist die Tür, die Susi. Was? Wenn sie sich verwandelt hat, ne? Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Tja. Das kennen wir von For You. Jeder will ein Stück von uns haben. Ja. Aber das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Wir brauchen dann auch einen Kuchen von uns. Also irgendwann erst nicht mehr die Sendung mit der Maus, sondern For You. Mhm. Wer will nicht ein Stück Dennis im Mund haben? Dennis? Gutes Argument. Wir müssen den Schalter öffnen. Ah, oh, geht die Scheiße wieder los. Ne. Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Wo ist da drüben? Wo ist der Katalog? Okay, mal sehen, ob ich hier reinkomme. Quelle oder Otto? Hier geht die. Muss jetzt rein damit? Da. Da rein, da drüben. Ja, baller's einfach mal rein. Was soll schief gehen? Mhm. Let's go. Oh. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Ja, schau mal. Wo kann ich mich gerade jetzt gar nicht bewegen? Du bist ja sicher, dass das richtig ist, Kollege. Aufwendig. Ja, ob du wirklich richtig bist, siehst du, wenn die Scheiße biologisch gesehen sehr seltsam aussieht. Aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder viel Spaß beim Duschen, Dennis. Wie ich mitbekommen habe, waren die meisten. Denk dabei an uns. Tja, das heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Multipass! Warum nicht? Yay, Game Pass! Multipass? Nein, Game Pass. Alter, da, hier ist es offen! Super, hier ist eine Treppe, ich seh dich! Heraus, ja, aber guck mal, ist eine Stufe kaputt, nicht, dass wir stolpern oder abrutschen. Ey, scheiß Mindestabstand, ey. Sogar hier in Dead Space gibt's den. Dann sogar Masken tragen. Okay, verdammt. Jetzt müssen wir so lang. Au! Oh Gott! Oh. Der Hund liegt unterm Schreibtisch, hat sich gerade gestreckt. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Das passiert uns nicht. Nicht wahr, Höllendämon? Nein, Paul, uns nicht. Entschuldigung. Bist du bereit? Ja, guck mal. Da steht sogar was von Duschen. Das lädt doch jetzt gerade dazu ein, dass jetzt irgendwas kommt. Entschuldigung. Oh, sorry. Und so muss ich halt mal pupsen. Wieso ist deine Lebensenergie blau? Hältst du dich für was Besseres, hä? Deine ist türkis. Schreckliche Modefarbe. Die Biologie. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Ja, warte mal, ich glaube gerade jetzt. Da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac Ende. Isaac. Hier waren wir doch schon. Wo müssen wir jetzt lang? Ja, wir müssen jetzt wieder zurück in ein anderes Gebäude. Hey, wir haben ja einen Sicherheitsausweis. Stimmt, wir haben jetzt die Multipass. Alter, was ist das für eine Waffe? Schießdruckwellen oder was? Hält gerade ein, ich habe die Goliaths noch gar nicht gesehen. Goliaths? Ach, es gab da so wie Gorillas. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich nenne sie jetzt einmal Goliaths. Die gibt's ja, hab ich hier ja noch gar nicht gesehen. Mhm. Okay, meine Waffe für die Druckwellen. Interesting.
sieht das furchtbar aus. By the way, Thomas, wir hatten gestern einen recht guten Run in Metroid Dread. Ohne dich. Gas wird freigesetzt? Nein. Nein, ich muss nicht pupsen, vielen Dank. Auch nicht. Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Was soll da schon passieren? Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Was kann ich denn? Ja, Paul, das Gas frisst einem das Gesicht weg. Paul, bei dir wäre es eine Verbesserung. Mama! Nein, ich glaube nicht, dass das die Mama ist. Das ist nicht die Mama! Kerr ist tot. Paul, der Thomas hat dich nicht verstanden. Wir haben gestern Metroid Dread einen ganz guten Run gehabt. Das muss ich nicht schaffen. Aufzug reaktiviert. Kein Stress. Komm klar. Stirb doch! Ich helf dir mal schnell. Ich hab hier das Spiel nicht, Flo. Du hast richtig, du bist im grünen Bereich. Achso, du musst das andere auch machen. Ah, Flo. Wow! Ah. Er steht ja noch! Nicht mehr! In dem Alter trägt er mir morgens immer noch das Köpfchen entgegen. Oh, Affe. Aufzug reaktiviert. Wo kommst du denn her? Geh weg, du komischer August mit der Zippelmütze! Irgendwie ist nur eine Waffe, um was zurückzuhalten, aber nicht zu töten. Ey, gib die Sohle, Bruder. Jetzt sind wir jetzt wieder richtig, oder was? Ja. Also. Gut. Ja, Densen. Ich gehe nachher auch noch duschen, bevor beim Sport. Jetzt merke ich, dass langsam anfängt zu jucken, weil ich aber nicht geschwitzt. Jetzt fühle ich mich so unsauber. Moin! Da! Alter, ich sehe den Wald vor lauter Hosen nicht mehr. Okay, müssen wir jetzt Gas freisetzen? Ja gut, die Tür ist zu. Wunderbar. Hey, sieht aus, als stecken wir hier fest. Ich hab Karten dabei, Flo. Ja. Das Ding ist luftdicht, oder? Ja. Oh, scheiße. Du hast gepupst, sag's doch. Entschuldigung. Sehen wir uns das mal an. Aha. Sie gehen vor. Sagte er und das geht selber vor. Okay, jetzt wird es aufgemacht. Schön, schön, schön. Ja, in Resident Evil würde er sich jetzt hochrecken hier. Resident Evil würde einen Typen tot uns jagen.
Typ mit Alter. Hut? Ja. Der Typ mit Hut, ist der Helsing oder was? Der Helsing? Du bist du hässlich. Na toll. Ich glaube, es ist tot. Ja, aber trotzdem die Leichen immer tot reden. Ja. Ah, es hat mir ins Gesicht gespritzt. Entschuldigung. Soll ich das runtertragen jetzt? Mhm. Da steht auch irgendwo so ein Apparat. Was ist das hier? Die Maschine dafür. Toll. Ich glaube, den haben wir. Ich glaube, der ist tot. Ja, da ist aber noch irgendwo einer. Ja, der ist da links. Ja, und zwei sogar. Einer ist noch hinterm Eck. Wow, da ist noch einer. Gehen wir mal weg mit ihrem Tentakel! Hören Sie auf, mir ins Gesicht zu tentakeln! Da ist noch einer, ja Leute! Hast du den einen jetzt erschlagen wollen mit dem Ding? Ja. Okay, hat's geklappt? Er ist noch gekrochen. Ach, da ist unser Ding. Oh, Gott sei Dank. Ich habe noch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Können wir sie einfach Rosi nennen? Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die auch noch richtig zusammensetzen müssen. Naja, das weiß ich noch. Was es noch gibt. Müssen wir jetzt. Ah, da links, oder? Das hier? Ja. Zweiter Stock. Herrenunterwäsche. Pferdeunterwäsche? Herren! Achso. Wie sieht Pferdeunterwäsche aus? So wie bei weiblichen Hunden, die man sterilisiert. So eine komische Unterhose, die total peinlich ist. Tragen Pferde dann Trapsen? Oh, fertig hört der Trapsen. Ich guck mal, Unterlandschaft. Ich höre da was anderes Trapsen. Das kommt jetzt von oben durch das Loch, das werde ich mit dir. Das Loch. Okay, ein anderes Loch, auch oben. Loch hinter uns! Loch. Ich bin hinter uns gegangen, oh Gott. Okay, nett. Vor uns sind gleich weg. Und sind jetzt hier die viel cooleren Gegner. Die anderen sind total langweilig irgendwie. Ist aber nicht cool an. Ist auch frostig hier. Paul, der Spruch war cool. Danke. Nö. Lass uns einfach weitermachen, du Labertasche. Wegsteppen eigentlich. Aber es überrascht sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft, von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden sie verstehen, dass ich recht habe. Mit okay. Mit alle. Da ist nur einer.
Ja, okay.